So to begin with, zuerst einmal, that the chapter five das Kapitel 5 des tibetischen Buches vom Leben und vom Sterben bildet die Basis. Aber seit dem Erscheinen des Buches hat sich die Bildung weiterentwickelt. Und in der Neuauflage findet es sich, speziell wenn es zu den Methoden kommt, die weiterentwickelte Fassung. Speziell in Kapitel 5, die drei Methoden, sie erscheinen jetzt in veränderter Reihenfolge. Ich habe sie vertieft. Und dann bringe ich auch die Belehrung über natürlichen großen Frieden hinein, die Elemente von Shamatha und Vipassana beide. Ich versuche also eine Belehrung über Meditation zu geben, die vollständiger ist und benutze dabei diese drei Quellen. Es beginnt hier damit, stellst du fest, dass du inspiriert bist und dein Geist ist in der Lage, sich natürlich zu setzen, von ganz allein und im reinen Gewahrsein zu ruhen, so sollte es sein. Dann brauchst du keine spezielle Methode der Meditation. Tatsächlich wäre es vielleicht unangebracht, eine Methode zu benutzen. Das heißt, der ganze Sinn der Meditation, was in den buddhistischen Lehren immer wichtig ist, buddhistischen Lehren bringen zwei Dinge zusammen. Das, was wir auf Tibetisch Kunzob nennen, also das, was erscheint, oder das Relative, das Konventionelle, diese Ebene, und das, was auf Tibetisch Döndam heißt, also das Letztendliche, die wie es ist halt, wie die Dinge wirklich sind. Dies beides wird zusammengebracht. Tatsächlich sind sie nie getrennt. Sie sind nie getrennt. Denn wenn man das, was erscheint, wirklich versteht, dann bringt es uns direkt zu dem, was ist. Denn was erscheint, ist eine Manifestation dessen, was ist. Wenn wir jedoch nicht verbunden sind mit der Wie-es-ist-Heit, der Natur der Dinge, dann erscheinen uns die Erscheinungen als verzerrt. Die Erscheinungen selbst sind nicht verzerrt. Wir sehen sie nur verzerrt. Unsere Betrachtungsweise ist verzerrt. Dann gibt es eine Trennung zwischen dem Relativen und dem Absoluten. So befinden wir uns im Bereich des sogenannten dualistischen Geistes. So geschieht es oft. It's amazing actually. When you're really in tune, es ist erstaunlich, wenn man wirklich im Einklang ist, wenn wirklich in Kontakt ist mit der eigenen Natur, wenn man sich im Zustand von Rigpa zum Beispiel befindet, wenn man dann die Dinge sieht, sieht man, wie selbst die Erscheinungen vollständig in Übereinstimmung mit dem Absoluten sind. Und der ganze Punkt ist, die beiden zusammenzubringen. Wenn man dies tut, natürlich, wenn du inspiriert bist, zum Beispiel von den Lehren, an einem Gedanken an deinen Meister zum Beispiel, Zum Beispiel, wenn du dich an die Güte und das Mitgefühl und die Weisheit der Buddhas erinnerst, wenn du dich nur daran erinnerst, kann selbst der Gedanke allein dich verwandeln, deinen Geist verwandeln. Und wenn du inspiriert bist, dann kann dein Geist ganz natürlich ruhen. Zum Beispiel in den Lehren, die ich gegeben habe, über die berühmteste Aussage des Buddha, die die gesamten Lehren des Buddha zusammenfasst, begehe keine einzige unheilsame Tat, sammle einen Schatz an Tugend, diesen unseren Geist zu zähmen. Wenn man wirklich inspiriert ist, wenn man einen Gedanken an den Buddha hat oder den eigenen Meister, die Lehren wirklich die tiefgründige Bedeutung hervorrufen. Was geschieht dann? Es berührt einen so tiefgehend, dass die Wahrheit hervorgerufen wird. Die Wahrheit hervorgebracht wird. In diesem Moment ist der Geist gezähmt.
Your ordinary mind is tempted. Der gewöhnliche Geist ist gebändigt oder gereinigt. Man kann das Wort gereinigt benutzen. Oder man kann sagen, er ist bearbeitet. Als psychologischer Begriff kann man von einem Prozess sprechen. Also der gewöhnliche Geist ist ausgetrieben. Die Gedanken sind gereinigt. Und dann wirst du ganz natürlich in der Lage sein, zu ruhen und zu sein. Gewöhnlicherweise sind wir nicht in der Lage zu sein. Denn wir sind immer in unserem Kopf, in unseren Gedanken, in unserer Aktivität. Das entwurzelt uns, entfernt uns von uns selbst. Wir sind entwurzelt. Wir fühlen uns entfremdet von uns selbst. Dann fühlen wir uns auch so verwickelt in unseren Geschichten. So many stories. So viele Geschichten. Hoffnung, Furcht, das kennt ihr doch. All of these things. All diese Dinge. Das Unglaubliche ist, manchmal in einem Moment, der Erkenntnis oder Inspiration, löst sich das alles auf. Alles löst sich einfach auf. It's incredible, actually. Das ist eigentlich unglaublich. And then you realize in those moments, erkennst du in solch einem Moment, wie all diese Geschichten, we believe so much, an die man so sehr glaubt, einfach nur eine Illusion sind. Sagt man nicht nur einfach, es ist eine Illusion, sondern in diesem speziellen Moment erkennt man es wirklich, weil sie nicht mehr da sind. It's not there. Sie sind nicht da. Completely evaporated. Sie haben sich vollständig aufgelöst. It's like in a clear sky, an einem klaren Himmel gibt es keine Wolken. Dann sagt man das nicht einfach nur, sie sind tatsächlich nicht da. Wenn man von den Lehren tiefgründig inspiriert ist, wenn man sie tiefgehend hört, dann hört man die Wahrheit dessen im Leben. Gedanken, Meister, an die Börse. Es kann plötzlich sind all die Emotionen gereinigt. Der ganze Geist, fast als würden sich alle Gedanken auflösen, die große Ausdehnung, die natürliche Einfachheit von Rigpa. Sie lösen sich auf. That's what's interesting is that when you're like that, wenn man so ist, dann kann man tatsächlich sitzen. In diesem Moment ist selbst das Sitzen nicht unbedingt ein Sitzen. Es ist eher ein Sein. Eher Sein als Sitzen. Man meditiert nicht. Denn normalerweise spricht man vom Meditieren. Also das deutsche Wort Meditation hat einen Beigeschmack von, man meditiert über etwas. Man verbindet es immer mit einem Objekt. Man folgert stillschweigend, es gibt einen Meditierenden, eine Meditation und etwas, worüber man meditiert. Man meditiert also über etwas, über dieses oder jenes. Normalerweise, wenn man über etwas meditiert, gibt es eine Art Objekt. Zum Beispiel, wenn man über die Kostbarkeit der menschlichen Geburt meditiert oder über Vergänglichkeit, dann ist diese Vergänglichkeit oder die kostbare menschliche Geburt das Objekt. Der Geist, der meditiert, ist das Subjekt. Obwohl das natürlich wunderbar ist, findet es sich immer noch im Bereich des dualistischen Geistes. Was auch interessant, es gibt zwei. Also, ist man in der Lage, direkt, wenn man inspiriert ist, zum Beispiel von den Lehren oder vielleicht auch von der Hingabe, von Mitgefühl, wenn das ganz kraftvoll geschieht, dann öffnet sich unser Geist und das Herz unserer innersten Natur des Geistes enthüllt sich. In solchen Momenten enthüllt sich die Natur des Geistes und dann ist der Geist in der Lage, in dieser Natur zu ruhen. Dann löst sich alles auf und in diesem Moment braucht man eigentlich keine Methode, weil man den Geist nicht mehr reinigen muss. Die Methode ist ja dazu da, den Geist zu reinigen. Wenn einem das jedoch nicht gelingt, dann benutzt man auf eine geschickte Art und Weise den Geist, um den Geist zu überwinden. Selbst eine Meditation über die Vergänglichkeit, wenn es auf eine gute Art und Weise gemacht wird, dann kann das allmählich uns von unserem dualistischen Geist befreien.
Also sind die Praktiken da. Obwohl immer ein gewisses Maß an Dualismus beinhaltet ist, also es gibt etwas, worüber man meditiert, ist doch die Haltung so, dass wir zwar eine Methode benutzen, aber uns nicht hundertprozentig fokussieren. Zum Beispiel nur 25% der Achtsamkeit, also man ist nicht vollständig fixiert, nicht hundertprozentig, man konzentriert sich nicht zu sehr. Man hat 25% Gewahrsein und dann 50%, die weiträumig verweilen. All das befreit uns langsam, selbst während wir mit dem Geist arbeiten. Langsam durch den Prozess der Praxis wird der Geist befreit. Und dann kommt der Geist zur Ruhe. Wo? Wo setzt er sich? Zum Beispiel, wenn sich Wellen erheben, wohin fallen sie zurück? In den Ozean. Wohin fallen alle Gedanken zurück? In den Zustand von Rigpa. Woher kommen alle Gedanken? Aus dem Rigpa, aus der Natur des Geistes. Dzogchen heißt es, geht man hier entlang, gibt es nichts als Rigpa. Geht man dort entlang, gibt es nichts als Rigpa. Wenn man der Welle folgt, woher kommt sie her? Aus dem Ozean. Und wohin fällt sie zurück? In den Ozean. Die Welle kommt und geht. Auch wenn man die Wellen beobachtet, kann man das erkennen. Solche Beispiele werden auch sehr in den solchen Lehren benutzt. Also, ob man sich nun in der Natur des Geistes befindet oder nicht, das ist nicht nur ein Konzept oder eine Idee, man spürt das. Das heißt, wenn der Geist in der Lage ist zu ruhen, ganz still, wenn man inspiriert ist von den Lehren oder vom Gedanken an den Meister, wenn der Geist in der Lage ist, ganz natürlich in der Natur des Geistes zu ruhen, dann braucht man eigentlich keine Methode. Dann ruht man einfach im reinen Gewahrsein. Manchmal kann man dann einfach dort ruhen. Darum habe ich schon gesagt, dann braucht man nicht von Sitzen zu sprechen oder von Meditieren. Man ist in der Lage, einfach in diesem Zustand zu sein, mühelos. In solchen Momenten kann man wirklich mühelos verweilen, für lange Zeit. Gewöhnlicherweise, selbst wenn man meditieren möchte oder verweilen möchte oder sich einfach achtsam auf den Atem konzentrieren möchte, dann ist das mit Mühe verbunden. Selbst nur ein bisschen zu verweilen oder sich nur einen Moment zu konzentrieren im Frieden, dann ist das recht mühevoll. Aber in diesem Zustand löst sich das alles vollständig auf. Wenn dein Geist also ganz natürlich so ist, wenn du praktizierst, das kann geschehen. Wenn man anfängt, also mit der Praxis anfängt, das steht jetzt auch in Verbindung mit den Belehrungen, die ich über das Schaffen der Umgebung gegeben habe und so weiter. Also zum Beispiel, sagen wir mal, der Schrein ist sehr schön, sehr inspirierend. Man hat einen sehr inspirierenden Schrein. Wenn du den Schrein einfach anschaust, diesen inspirierenden Schrein, dann reicht das. Oder du fängst einfach an, das Mantra ein bisschen zu chanten. Manchmal auch, wenn ich einfach so sitze und die Hände auf die Knie lege, selbst wenn ich einen öffentlichen Vortrag halte, ich einfach nur so sitze. In dem Moment, wo ich das tue, setzt sich der Geist. Ist wie ein natürlicher Reflex. So much so that even the posture, so sehr, dass selbst die körperliche Haltung, besser, wenn man zum Schrein kommt, wenn man die Abbildung sieht, dann öffnet sich ganz natürlich etwas. Dafür sind Schreine da, es ist ja nicht dein Wohnzimmer. Es schafft eine andere Umgebung, die dich inspiriert, wenn du sie siehst. Was man versucht gleichzeitig, ist, die Sinne zu zähmen. The form, Form, the sound, Klang, the smell, all Geruch, that. No? All that. That's one of the reasons why, das ist einer der Gründe, for example, when it's very inspiring, sometimes, wenn etwas sehr inspirierend ist, wenn Ablenkung geht durch diese, wenn man also eine sehr inspirierende Abbildung hat, oder ein Mantra, sound, den Klang, or like a music, eine Musik, etwas Inspirierendes, in incense, or even Geruch, den Weihrauch. What I'm trying to say is that sometimes when you're beginning with practice, manchmal, wenn man nur anfängt mit der Praxis, kann man
selbst schon zu Anfang direkt angekommen sein. Dann muss man nicht wieder zurückgehen und sozusagen die anfänglichen Praktiken machen. Sondern wenn man direkt zu Anfang einfach ankommt, das ist natürlich, wenn man selbst allein praktiziert, man einfach anfängt, dann kann man einfach manchmal still dort sitzen. Ich sage jetzt nicht einfach da still sitzen, sondern wenn man so ist, kann man einfach sitzen in der Natur des Geistes, so lange, wie man dort ruhen kann. Und in dem Moment, wo der Geist abgelenkt ist, was geschieht? Dem Moment, wo man abgelenkt ist, wenn man sich dann erinnern kann. Also was ich versuche zu sagen ist, manchmal, wenn man inspiriert ist, dann kann man einfach sitzen. Then you might say, okay, dann fragt man sich vielleicht, was mache ich jetzt damit? Ich möchte jetzt eigentlich Nöndro praktizieren, dann sitze ich da und ich fühle mich wunderbar, ich sitze also da, aber vielleicht sollte ich dann kein Nöndro praktizieren. Well, also, you know, that's also fine. Das ist auch in Ordnung. You can continue. Man kann einfach weiter sitzen. Even better, aber was noch besser ist, is when you sit there, you know, wenn man da sitzt, and when you really inspire, wirklich inspiriert ist, dann gibt es nach einer kleinen Zeit, dann kann man ja doch nicht zu lange darin, also vielleicht nicht länger als eine Stunde oder zwei Stunden. Plötzlich braucht man ein bisschen eine Ablenkung, etwas zu tun, und dann kann man mit dem Nöndro anfangen. Do you understand? Then you're doing some of the practices. Dann kann man einige der anderen Praktiken machen. Maybe one or two natürlich vielleicht hours, ein oder zwei Stunden sind vielleicht nicht, das ist vielleicht ein bisschen viel für einige von euch, also vielleicht bereits nach 10 oder 15 Minuten, wenn man dann anfängt mit dem Nöndro zum Beispiel, oder was immer man an Praxis macht, welches Sadhana auch immer, wenn man es dann macht, dann kommt man aus einem ganz anderen Raum heraus. Selbst wenn man nur den Text der Praxis anschaut, das ganz lebendig. Es wird viel lebendiger. And then really read the meaning of dann it, you know, liest man den Sinn dessen, reflect on reflektiert darüber. Not just chanting it only in nicht einfach nur es auf Tibetisch chanten. Also der ganze Sinn des tibetischen Chantens ist, weil die Worte selbst die ursprünglichen Worte sind, die gesegneten Worte oder Vajra-Worte, sind die direkten Worte, die diese großen Meister benutzt haben. Daher enthalten sie enormen Segen. That alone is ja, not das enough. Allein reicht nicht aus. Way, then, daher wird der Chant auf diese Art und Weise gemacht, weil gleichzeitig sollte man eigentlich den Sinn dessen kennen. Erst einmal reflektiert man über den Sinn. Ich habe zum Beispiel festgestellt, selbst für mich, ich bin ja Tibeter, für mich sind tibetische Worte, aber selbst für mich ist manchmal die englische Übersetzung sehr gut. Ich erinnere mich, wie ich einmal mit Namgya Nobu Rinpoche vor vielen Jahren darüber gesprochen habe. Er hat auch gesagt, ja, manchmal ist es deutlicher im Englischen. Ja, manchmal kann es im Englisch sehr inspirierend sein. Weil, wenn es sehr inspirierend ist, in solchen Momenten, wenn man inspiriert ist, even do you see the reflecting dann die Praxis anschaut, selbst die Reflexion über Vergänglichkeit fühlt sich ganz anders an, wenn man sich im Zustand des Rigpa befindet. Even the reflecting on, you know, selbst die Reflexion über Karma completely different kind of tone. Vollständig anderen Tonfall. You really feel very inspired and sehr inspiriert und so you reflect, and then when you take refuge, dann also reflektiert und wenn man dann Zuflucht nimmt, really dann sieht man wirklich äußere, innere und geheime Zuflucht. You realize that ultimately, man erkennt es letztendlich, was ist die letztendliche Zuflucht? Die Erkenntnis unserer Dharmakaya-Natur. The ultimate nature of your mind. Letztendliche Natur unseres Geistes. As in this very famous sehr berühmten Zufluchtsgebet von Thakpan Gyalpo, diesem großen Meister Thakpan Gyalpo heißt. Letztendlich nimmt man Zuflucht zur letztendlichen Natur des Geistes, der Untrennbarkeit von Rotongpo und Rangchen Salwa. Die Vereinigung von Sal und Tong. Normalerweise spreche ich eher von Sal und Tong, statt von Leerheit zu sprechen, um keine Konzepte zu geben. Sal Tong Sungjuk, das ist die Dharmakaya-Angesicht der letztendlichen Natur deines Geistes. Which is the face of all the Buddhas? Das Ansicht aller Buddhas. Which is the mind of all the Buddhas? Der Geist aller Buddhas. The nature of all the Buddhas. Die Natur aller Buddhas. Letztendlich nimmt man dazu Zuflucht. Ist das klar?
So you see, you find that even the each of the practices, you find it really. And I think in that Praxis, dann findet man wirklich, wenn man auf diese Art und Weise praktiziert, habe ich das Gefühl, dass es sogar noch mehr Verdienst gibt. Ich habe das Gefühl, dass dann beide Ansammlungen gleichzeitig geschehen. Die Ansammlung von Weisheit und von Verdienst. Beide geschehen gleichzeitig. Denn man hat die Sicht, die Weisheit. It's almost like the, it's the wisdom inspired skillful means. Wäre es ein von Weisheit inspiriertes geschicktes Mittel. And to put it more simply, einfacher ausgedrückt, selbst auf einer gewöhnlichen Ebene, is that because you really have the deep kind of understanding, wenn man wirklich ein tiefes Verständnis der Sicht hat, weil das da ist, even the relative practice, when you do, you dann really selbst wenn man eine relative Praxis ausübt, dann sieht man wirklich, dann ist es viel sinnvoller. So therefore the it's much more meaningful that hat viel mehr Bedeutung. Man kann sagen, ganz gewöhnlich, wenn man wirklich ein Verständnis hat, wenn man die Bedeutung versteht, wenn man das Herz dessen versteht, das nennt man Weisheit. And then when you practice, wenn man es dann praktiziert and really to purify und es wirklich reinigt oder den Geist wirklich reinigt, die eigene Konditionierung, dann nennt man das Verdienst. Also Weisheit und Verdienst, die beiden Ansammlungen. Es reinigt die Konditionierung, die Gewohnheiten. Das ist wirklich erstaunlich. Do you understand? I mean, it might not happen all the time. Das passiert vielleicht nicht immer, aber wenn es passiert, this is a wonderful opportunity. Das ist eine wunderbare Gelegenheit. That's what I've learned. Das versuche ich hier zu sagen. And also, particularly when you're not so inspired. Und speziell, wenn man nicht so inspiriert ist, wenn die Praxis eher stagniert, man nicht so viel Disziplin hat, manchmal ist es sehr gut, Belehrung anzuhören oder sich ein Video anzuschauen. Wenn man sich dann Belehrung anhört und sich dann inspiriert fühlt, wenn man sich Belehrung anhört, wenn es da irgendetwas gibt, was einen wirklich fesselt, was den Geist einfängt. Captures your mind, Geist fesselt. And then at that moment, in dem Moment, like your mind drops, you know, dann sozusagen captures your mind and drops, is released. Wird der Geist gefangen und fällt ab. Er wird freigesetzt. Es fängt den Geist und setzt ihn frei. You know, captured and released, you know? Fängt und setzt and frei. That happens, wenn das passiert, in dem Moment, then you know, something is freed, wird etwas befreit. And then if you begin to practice, wenn man dann anfängt zu praktizieren, it brings much more, how do you say, dann much more power. Liegt da viel mehr Kraft darin. By the way, I'm spoiling you a little bit, you know. Ich verwöhne euch übrigens ein bisschen zu sehr. Gewöhnlicherweise würden andere Lamas euch das nicht sagen. Sie würden euch einfach praktizieren lassen. Ich verwöhne euch ein bisschen zu sehr. Und ihr werdet vielleicht ein bisschen exigeant, das heißt ein bisschen verzogen. Das heißt, vielleicht praktiziert ihr überhaupt nicht. Ihr braucht dann immer Belehrung, wartet auf die richtige Belehrung, das Richtige. Na, diese Gefahr besteht ein bisschen. Ein bisschen diese Gefahr, dass ihr verwöhnt seid und nur gute Küche gewöhnt seid, also nur fantastisches Essen esst. Also was ich damit sagen möchte, ist, man kann einfach nur Meditation praktizieren, einfach praktizieren, ohne inspiriert zu sein. Auch wenn man immer darauf wartet, erstmal inspiriert zu sein, könnte das auch ein bisschen schädlich sein. So therefore also just do it. Ja, tu es einfach. Es ist vielleicht auch wirklich wunderbar, wenn du es tust, wenn du gelangweilt bist. Wenn du nicht inspiriert bist, wenn du dann praktizierst. Einfach sitzt. Einfach praktizierst. Einfach sitzt und dein Geist ist sonst wo und du sitzt und du zähmst ihn. Das ist auch wunderbar, wenn du das tun kannst. Das ist Disziplin. Versuch es mal. Sonst, wenn du nur darauf wartest, bis du inspiriert bist, dann kann das ein bisschen, dann wirst du jemand in Kalifornien. Immer nur auf Inspiration warten. And you just want to inspire, du möchtest immer nur inspiriert sein und dann praktizierst du gar nicht. Du möchtest einfach nur inspiriert sein. Du praktizierst nur, wenn du inspiriert bist.
You only practice when you have nur, wenn du die Natur des Geistes hast. Und das passiert vielleicht nicht so oft. Das ist, glaube ich, auch wichtig. Also das meine ich jetzt hier nicht. Ich zeige jetzt hier beide Seiten. And in this one thing, it's very important study. Und etwas sehr Wichtiges ist auch das Studium. Zu studieren. Die Lehren studieren. Really, studying wirklich the die Lehren zu studieren. Studying the teachings deeply. Die Lehren tief studieren. And practicing deeply with it. Tief damit praktizieren. Has really deep impact. Das hat eine tiefe Auswirkung. It goes much deeper. Es geht viel tiefer. When you study deeply, wenn man tiefgehend studiert. Practice deeply, wenn man dann tiefgehend praktiziert. Das geht viel tiefer. Deeper impact. Hat tiefere Auswirkungen. However, vast majority of us, dennoch, die Mehrheit von uns findet es schwierig, direkt zu solch einem Zustand zu gelangen. Wir verstehen einfach nicht, ihn zu erwecken, oder unser Geist ist so wild und abgelenkt, dass wir ein geschicktes Mittel brauchen, eine Methode, um das hervorzurufen. Das ist ein Ausschnitt aus dem tibetischen Buch vom Leben und vom Sterben. Also als nächstes wird das Wort geschickt betont, geschickte Mittel. In den buddhistischen Lehren wird von zwei Wahrheiten gesprochen. Also auf der absoluten Ebene spricht man von Weisheit, auf der relativen Ebene von Methode, also von Weisheit und Methode. Wenn man dieses Wort Methode, auf Tibetisch heißt es Tat. Und buchstäblich übersetzt ist es nicht nur eine Methode, sondern geschicktes Mittel. Wenn man von Methode spricht, dann bleibt man vielleicht in dieser Methode stecken. Aber eine Methode, man sollte erkennen, dass es ein geschicktes Mittel ist. Es ist, man sollte ein Verständnis davon haben, was diese Methode ist. Oder besser, es geht nicht um die Methode, sondern darum, es geschickt anzuwenden. Also das Wort geschickte Mittel ist sehr wichtig. Es also angemessen anzuwenden und geschickt. Der ist im Buddhismus die gesamte Praxis geschicktes Mittel. Selbst wenn ich euch sage, oder wenn ein Meister dir sagt, praktiziere einfach, werfe dich nieder, bete einfach, also jemand lässt dich praktizieren und du tust das einfach. Also einige Meister lassen dich einfach praktizieren, selbst wenn du es nicht verstehst. Geh einfach und praktizier's. Dann meinst du vielleicht, das wäre kein geschicktes Mittel, aber das ist auch ein geschicktes Mittel. Lässt dich einfach praktizieren zu lassen. Und dann, während du praktizierst, mitten in der Praxis, verstehst du plötzlich vielleicht etwas. Oder im Allgemeinen, sagen wir mal, du praktizierst nicht, dann würdest du doch trotzdem irgendetwas tun. So therefore, practicing is getting you out of, wenn du praktizierst, dann hält es dich wenigstens von Problemen ab. Es beschäftigt dich mit etwas, was viel nützlicher ist. Es gibt so viele Arten und Weisen, das zu betrachten. So, now here, this is from Tibetan Book of Living Dying. Folgendes aus dem tibetischen Buch vom Leben und vom Sterben. Geschickte Mittel bedeutet, dass man das Verständnis über die essentielle Natur deines Geistes zusammenbringt mit deinem Wissen über deine eigenen verschiedenen, sich ändernden Launen und die Einsicht, die du in deiner Praxis entwickelt hast, wie man an sich selbst arbeitet von Moment zu Moment. Wenn du all das zusammenbringst, lernst du die Kunst, die Methode anzuwenden, die angemessen ist in jeder speziellen Situation oder bei jedem Problem, um die Umgebung deines Geistes zu verwandeln. This is a little bit difficult to express it. Es ist ein bisschen schwierig, das auszudrücken. Und obwohl das hier sehr gut ausgedrückt ist, muss man noch dazu sagen, dass es zwei Dinge gibt, die wir brauchen. Auf der relativen Ebene brauchen wir wirklich ein Verständnis über uns selbst. Wie Kanduzirin Chödrön. Große Meisterin sagte, ihr berühmte Redewendung ist, ein alter Patient ist besser als ein neuer Doktor. Das heißt, wenn du deinen eigenen Zustand gut kennst, dann bist du vielleicht besser als ein neuer Arzt, der das nicht weiß. Also man sollte sich selbst kennen. Man sollte seine eigenen Launen kennen, deine eigenen Muster. Und
sich dessen wirklich bewusst sein. What is the point of that? Was ist der Punkt dessen? So dass du dich selbst abfangen kannst. Bevor du dir selbst Schaden zufügst. Before you fall into those traps. Bevor du in die Falle gehst. Also von einem psychologischen Standpunkt, wenn die Neurose auftaucht, dass du dich abfängst. So that you don't really do yourself damage. Also dass du dir selbst keinen Schaden zufügst. That's one of the reasons the practice is also Praxis bedeutet also auch, sich selbst kennenzulernen. That's why the Tibetan Buddhism is, der tibetische Buddhismus ist wirklich erstaunlich. Er hat so viele geschickte Mittel. Der Nachteil dessen ist vielleicht, dass das sehr verwirrend sein mag, weil es so viele Praktiken gibt, so viele Mittel, und wenn man das nicht versteht, dann kann es sein, dass einem all diese geschickten Mittel zu viel werden, wenn man es nicht versteht. Aber wenn man es versteht, dann ist es so wunderbar. Es gibt so viele Mittel, so viele Arten und Weisen zu praktizieren, dass es eigentlich keinen Ausweg gibt. Es gibt also kein Davonlaufen. Selbst wenn man nicht praktizieren möchte, gibt es eine Praxis für dich. Es gibt ein tibetisches Sprichwort, wenn dein Mund beschäftigt ist, ist dein Geist und deine Hände frei. Wenn deine Hände beschäftigt sind, ist dein Geist und dein Mund frei. Also einer davon kann immer praktizieren. Darum rezitieren die Tibeter Mantren, wenn sie Dinge tun. Ich kenne diesen alten Mann, der mich erzogen hat. Er ist wie mein zweiter Vater, Abhidhorje. Ich spreche im tibetischen Buch vom Leben und vom Sterben, in Kapitel 13 oder 14 von ihm. Ja, die ganze Zeit murmelt Mantras, praktiziert. Manchmal die Tibeter machen das manchmal. Also auch wenn sie ihre tägliche Praxis machen, dann tun sie immer noch. But of course also there are things that sometimes aber natürlich kann das auch passieren, dass es dann mechanisch wird. That's another point. Das wäre dann wieder was anderes. So what I'm really saying is that, was ich sagen möchte ist, I think it's important, ich glaube, es ist erst einmal wichtig, know yourself, sich wirklich selbst zu kennen, know your die eigenen verschiedenen Stimmungen zu kennen. Und es gibt sehr viele geschickte Mittel. Und diejenigen unter euch, die meine Schüler sind, ich habe all die verschiedenen Methoden gegeben, verschiedene Lehren. Ihr solltet sie wirklich studieren. All diese verschiedenen Belehrungen, all die verschiedenen Methoden, die ihr habt, auch die verschiedenen Art und Weise, wie man praktiziert. Ihr solltet ihr alles zusammensammeln und das wirklich anwenden, auf euch selbst anwenden. Wenn eine Art nicht funktioniert, dann versuch eine andere. Versuch es aus, sondern findest du vielleicht die richtige Art und Weise für dich. Und wenn du das kennst, dann kannst du dir quasi deine eigene Medizin verschreiben. Also wenn du das alles gut kennst, dann hast du wirklich die verschiedenen Methoden, verschiedene geschickte Mittel. Aber manchmal benutzt du vielleicht eine bestimmte Praxis. But then, when you're not being so skillful, aber wenn du nicht so geschickt damit umgehst, sometimes also when you're stuck with the practice, oder wenn du irgendwo in der Praxis stecken bleibst, wenn du nicht so geschickt bist in der Praxis oder Probleme damit hast, dann geht es auch darum, nicht aufzugeben, sondern weiterzumachen und zu lernen, um die Dinge dann auch klarzustellen. Interessant in den Bodhisattva-Prinzipien, in den sechs Paramitas, also Großzügigkeit, the Disziplin, the endurance, which Durchhaltevermögen bzw. Geduld. Of course, discipline, same thing with ethics. Und Disziplin ist natürlich dasselbe wie ethisches Verhalten. Endurance of patience, also als nächstes dann Durchhaltevermögen, Geduld, dann Fleiß oder Enthusiasmus, and then there's mindfulness, und dann Achtsamkeit bzw. Meditation, dasselbe wie Zen, Chan, auf tibetisch Samten, auf Sanskrit Dhyana. Als letztes Prajna, also Weisheit. Das heißt, die Dinge zu klären, das ist Weisheit zu praktizieren. Großzügigkeit heißt, sich selbst Raum zu geben, nie aufzugeben. Also großzügig mit sich selbst umzugehen, nicht so hart mit sich selbst umzugehen, sondern großzügig. Disziplin bedeutet, nicht den Gewohnheiten nachzugeben und nicht aufzugeben. Beispiel ist, Disziplin sollte sein wie ein Parfum, das alles durchzieht. Es sollte wirklich kontinuierlich sein. In solchen Lehren heißt es wie ein Fluss, der dahin fließt, kontinuierlich. Denn nur wenn es kontinuierlich ist, kann man die eigenen Gewohnheiten überwinden. Denn die Gewohnheiten sind kontinuierlich. Und so muss die Disziplin kontinuierlich sein. Also Disziplin.
Then the endurance, dann Durchhaltevermögen. Durchhaltevermögen heißt, nie aufzugeben, sich nie stören zu lassen, nie aufzugeben. That's the armor. Das ist die Rüstung eines Bodhisattvas. Die Rüstung der Geduld. Die Rüstung des Durchhaltevermögens. Disziplin ist wie ein Parfum, das alles durchzieht. And then also when you practice, wenn man praktiziert, dann sollte man seine Freude daran haben. Man sollte es nicht als harte Arbeit betrachten. Zum Beispiel ich selbst. Manchmal sagen mir die Leute, wenn ich lehre, das muss doch erschöpfend sein. Nein, überhaupt nicht. Na, es wird immer weniger ermüdend. Es wird immer inspirierender, weil ich meine Freude daran habe. Wenn man sich daran freut. Man sollte sich daran freuen. Man sollte sich auch an der Praxis freuen. With enthusiasm. Enthusiasmus. And also you realize what it brings you. There's kind of a, you know, it's really bring the. Dann erkennt man auch, was einem bringt, dass es wirklich einen Sinn macht. Also Eifer ist ein enthusiastischer Fleiß, freudvoller Fleiß. Mit Enthusiasmus, dann Achtsamkeit, das ist also Meditation. Und als wenn man ungeschickt ist, dann muss man die Dinge klarstellen. Wenn man etwas klargestellt hat, dann erkennt man auch, das ist manchmal interessant, wenn man etwas geklärt hat, dann kann es wirklich ganz interessant sein. All diese Einsichten, die man hatte, zum Beispiel gewisse Fehler, die man gemacht hat, oder Missverständnisse, die man hatte, Verwirrung, die man hatte, wenn man das dann überwindet, wenn man dann diese Einsichten, wie man das überwunden hat, behält, dann kann es ein unglaubliche Belehrung für einen sein. Diese Erfahrung, diese Einsichten, wie man Schwierigkeiten überwunden hat, wie man das überwunden hat, das ist dann wie Geschichte eines Erfolgs. Besonders, wenn es dir nicht so gut geht, wenn du niedergeschlagen bist, wenn du wenig von dir selbst hältst. In solchen Zeiten solltest du wirklich an das denken, was du erreicht hast. In dieser Hinsicht ist es auch sehr gut, wieder zum Grund zurückzukehren. Einfach zu wissen, dass du die Buddha-Natur hast, dass du eine unerschütterliche Buddha-Natur besitzt. Niemand kann es verändern. Du hast eine Buddha-Natur, die so gut ist wie die Buddha-Natur eines jeden Buddhas. Das ist die ganze Belehrung über den Grund. Wenn du das hast, dann heißt das, dass du eigentlich alles hast. Das Einzige, was du brauchst, ist das zu erkennen. Also alle Belehrungen über den Grund sind dazu da, das zu erkennen. Das ist in gewisser Hinsicht unglaublich inspirierend. Wenn man sich also ein bisschen niedergedrückt fühlt, dann sollte man sich alle Belehrungen über den Grund anschauen und speziell auch das, was man gut gemacht hat. Und auf der anderen Seite, wenn man sich sehr stolz und erhaben fühlt, zu selbstsicher oder ein bisschen selbstgefällig oder arrogant, dann sollte man sich die eigenen Fehler anschauen. Das kann einen bescheiden machen. Das ist auch wichtig. Was ich also sagen möchte, ist, all diese Erfahrungen, die du davon hast, wie du mit deinem eigenen Geist gearbeitet hast, du solltest wirklich mit dir selbst arbeiten. Denn eigentlich ist es nur du, der an dir arbeiten kann, niemand sonst. Wenn du wirklich einen Lehrer hast, ein Lehrer zu haben, das reicht nicht aus. Du musst die Lehren auf dich selbst anwenden. Letztendlich musst du auch dir selbst ein Freund sein, eine Freundin, ein spiritueller Freund für dich selbst. Denn nur du kannst dir selbst helfen. Nur du kannst an dir selbst arbeiten. So, on the relative level, on the relative dimension, also auf der relativen Ebene, in der relativen Dimension, all diese Einsichten, die du hast, also das Wissen über deine eigenen Art und Weise, deine Stimmungsschwankungen, deine Einsichten, alles, was du entwickelt hast. Das ist wirklich ein riesiges Gebiet, wenn man sich das einmal betrachtet. Also all diese Belehrungen über Lotung, all das fällt dort hinein. Manchmal ist wirklich erstaunlich. Manchmal ist auch wirklich eine einzige Belehrung genug. Eine kann alles erreichen. Wirklich, auf eine Art und Weise, wenn du nur eine Belehrung hast, dann kann das alles erreichen. Und auf der anderen Seite gibt es auch so viele. Dieses, dass es so viele gibt, sollte dich nicht überwältigen oder verwirren. Wenn du gleichzeitig erkennen kannst, dass auch selbst eine einzige ausreicht. Auf der anderen Seite kannst du erkennen,
wie reich die Lehren sind. Wenn man sich allein die Bodhisattva-Lehren über die 8 Verse des Geistestrainings anschaut, eine der wichtigsten Belehrungen, die Basis aller Lojong-Lehren, das gesamte 7 Punkte des Geistestrainings entwickelte sich aus den 8 Versen des Geistestrainings. Wenn man sich das anschaut, das Geistestraining, all das und dann diese Einsichten, die du selbst hast, wenn du die Lojong-Lehren auf dich selbst anwendest und wie du das machst, das ist jetzt auch eine Seite. Das andere ist, wie man mit der Praxis arbeitet, verschiedene Arten zu praktizieren. Manchmal ist es zum Beispiel inspirierender, draußen zu praktizieren, in der Natur, all die verschiedenen geschickten Mittel, die ich auch benutze, ein Schrein zu haben, all das. Und dann, was immer du hier benutzen möchtest, dann kannst du wirklich studieren, was für dich funktioniert. Und dann eine Praxis für dich selbst zu finden, verschiedene geschickte Mittel, die für dich funktionieren. Gleichzeitig ist es auch wichtig, dem Pfad zu folgen. Zum Beispiel, was das Nöndel betrifft, such dir nicht einfach nur irgendetwas aus. Oh, ich mag nur diesen Teil von Vajrasattva und diesen Teil nicht so. Das ist etwas, was seine Heiligkeit der Dalai Lama immer wieder sagte. In meiner privaten Unterhaltung mit ihm, er stellte fest, dass im allgemeinen Westen die Leute die Tendenz haben, einfach sich etwas herauszupicken. Und das Resultat ist, oder die Gefahr liegt darin, dass in Zukunft für den Buddhismus die Gefahr besteht, also speziell in Amerika, da gibt es so eine Tendenz, einfach nur das zu tun, was Mode ist, was mehr funktioniert, und dann die schwierigen Aspekte einfach zu ignorieren. Man nimmt einfach nur das, was leicht fällt, was inspirierend ist. Dann ist es kein vollständiger Pfad. Natürlich, das, was für dich inspirierend ist oder relevant ist, das sollst du mehr zum Vorschein bringen, solltest das nicht ignorieren. Aber das Wichtige, was ich jetzt sagen möchte, ist, dass all die verschiedenen Belehrungen, man muss tatsächlich das gesamte nur noch machen und das auf sich selbst anwenden. Gleichzeitig natürlich kannst du mit dem anfangen, was für dich funktioniert, also sozusagen als Vorspeise, sozusagen um den Appetit anzuregen, ein tiefgreifender Gaumenkitzler. Und dann wendest du die Praxis an, machst es sorgfältig. Und dann wirst du feststellen, dass das viel glatter läuft, viel tiefgehender geht. Also wenn wir jetzt hier auf der Ebene der Meditation sprechen, gebe ich gleichzeitig auch einen Rat über jegliche Ebene der Praxis. Diese speziellen Einsichten, die du also hast, wie du am besten praktizierst. Dann habe ich manchmal auch gesagt, am Morgen, wenn du aufstehst und anfängst zu praktizieren, solltest es dir zur Gewohnheit machen. Das habe ich doch letztes Mal auch gesagt. Wenn du aufwachst, dann fang gleich an zu praktizieren. Viele tibetische Praktizierende, wenn sie aufwachen, dann fangen sie sofort an zu praktizieren. Also sie ziehen sich gar nicht erst an. Sie setzen sich einfach hin und praktizieren. Manchmal auch ganz früh am Morgen, weil es dann noch still ist, keine Geräusche, keine Störungen. Wenn das Tageslicht kommt, sind sie fertig mit ihrer Praxis. Und dann fängt die Geschäftigkeit an. Dann kann du zu den Schülern, zum Beispiel, sie wacht, ich weiß nicht, um 3, 4 auf. Dann macht sie all ihre Praxis und um 5 ist sie fertig oder 5, 6. In Asien stehen die Leute früh auf. Um 5 oder 6 kommen die ersten Leute und umrunden den Tempel und dann ist ein bisschen Geräusche, vielleicht auch wenn sie praktizieren, aber gleichzeitig schwatzen sie auch ein bisschen, tratschen ein bisschen. Ah, wie geht es demjenigen Om Mani Padme Hum? Wie geht es jenem? Die alten Damen halten ein bisschen ein Schwätzchen, während sie ihre Mantren sagen. The thing is that wichtigste Punkt ist es, wenn du einfach morgens aufwachst und dann sofort anfängst zu praktizieren, wenn du dir das zur Gewohnheit machen kannst, ist das wunderbar. So, anyway. Also finde verschiedene Arten und Weisen, was für dich funktioniert und diese Einsichten, die du hast. Das ist die relative Ebene. Und dann auf der absoluten Ebene. Das Verständnis der essentiellen Natur des Geistes. Daher muss das geschickte Mittel oder die Praxis, die du tust, die muss das hervorrufen. Es muss die zwei Wahrheiten zusammenbringen. Das geschickte Mittel und die Weisheit zusammenbringen.
That's why it's the two cumulations. Darum geht es um die zwei Ansammlungen. In this, in diesem kleinen Buch, Dzogchen und Padmasambhava, gibt es einen Abschnitt am Ende, eine Belehrung von Dzogchen Rinpoche namens die Dzogchen-Sicht des Nyendro. Sehr inspirierend und bringt beides zusammen, geschickte Mittel und Praxis. Wenn wir so, you should actually read kind of those things and you so know and I've spoken about how to really always ich habe auch darüber gesprochen, wie man immer das eint. Genau wie Shamatha und Meditation. Shamatha ist das and Vipassana is like the wisdom. Vipassana ist die Weisheit. Okay. First we spend zuerst einmal haben wir heute Morgen sehr viel Zeit damit verbracht talking about the darüber zu sprechen kind of more inspiring the, how do you say, wie man the natural environment of the mind. Natürliche Umgebung des Geistes inspiriert. You understand? How to really inspire the practice. Wie man die Praxis inspiriert. Using many skillful means. Indem man viele geschickte Mittel benutzt. Like sometimes I think, you know, when you talk about an object, you know. Zum Beispiel manchmal, wenn man über ein Objekt spricht. First you see that the first practice is very much this, erst einmal ist die Praxis, diese vereinte Praxis, sie integriert tatsächlich die Umgebung, the kind of the energy, die Energie and like the mind, und den Geist. And it can be like also same as like body speech. Man könnte sagen, sie bringt Körpersprache und Geist zusammen. And that it could be all brought together very, very quickly. Das kann alles sehr, sehr schnell zusammengebracht werden. Also es ist nicht so, dass die Umgebung eine Sache ist und dann der Klang etwas anderes und der Geist wiederum etwas anderes. Man kann das alles zusammenbringen. When you sit in front of the man zum Beispiel vor einem sehr inspirierenden Abbild des Buddha sitzt und dann ein Mantra chantet und man kann das also alles zusammenbringen. Oder man kann das ganz langsam etablieren, erst jede Stufe, erst einmal die Stufe der Umgebung, dann mehr die Ebene der Energie, Geist oder vielleicht erst einmal die emotionale Ebene und dann den Geist. That's what I've been addressing. Also darüber habe ich gesprochen. More really thereby kind of integrating dadurch the body werden Körpersprache und Geist integriert. The environment, then, you know, die Umgebung. Sound all together. Es wird alles zusammengebracht. Es steht also wirklich sehr viel hinter dieser Praxis. As you perfect that. Daran wir das zur Vollkommenheit bringen. And of course also sometimes you see for some natürlich, für einige ist es eher ein Schlüssel, erst einmal eine Ebene zu entwickeln. Zum Beispiel erst einmal ein Bild eines Buddhas anzuschauen, ist vielleicht der Schlüssel, das dann alles andere öffnet. Oder für andere ist es vielleicht das Mantra. Normalerweise entwickelt man sich also von außen nach innen zum Geheimen. Also außen, innen, geheim, es wird immer subtiler. Die äußere Ebene ist die Ebene der Umgebung, die innere das Mantra und das Geheime ist der Atem. Also auch solch ein Verständnis liegt dahinter. It's like you see to go straight away to the breath. Direkt zum Atem zu gehen, wenn der Geist nicht friedlich ist. You just go directly wenn man also the mind direkt gehen möchte und den Geist zähmen möchte, ist das vielleicht etwas schwierig. Also dann schafft man erst einmal ganz geschickt ein Umfeld dafür. Für Menschen, man schafft eine ganz romantische Atmosphäre, man dämpft das Licht, Kerzenlicht, legt Musik auf. And then, you know, how do you say? You put the two people there. Und dann setzt man da zwei Menschen hin. Also wenn man langsam eine Umgebung schafft und eine Musik, all das, was kann helfen. Das ist also ein geschicktes Mittel. But that actually, what I've been saying earlier on, aber was ich zuvor sagte, each method on its own, dass man wirklich jede Methode an sich ist ausreichend. Also ich habe vorhin auch gesagt, ich verderbe euch vielleicht ein bisschen, weil ich euch so viele Möglichkeiten gebe, um verschiedene Arten zu praktizieren. Vielleicht ist auch eine einzige völlig ausreichend. In vielerlei Hinsicht geht es darum, alles zu einer Ausgewogenheit zu bringen. Den Körper, den Geist, in der Meditation. Und in that also. Ich erkenne, when you're able to just, you know,
just as we were saying Moment earlier. Der Lage ist einfach, wie ich zuvor sagte. Morning. Am Anfang des Morgens. When I said that if you're able to just inspire, in der Lage ist, einfach inspiriert zu sein, wenn man inspiriert ist von den Lehren und direkt in den natürlichen Zustand des Geistes eintreten kann, dann braucht man keine Methode. Man könnte sagen, wenn man in der Lage ist, quietly, einfach still, you know, mind very lightly, how to say, mit dem Geist, like watch the breath, if you're able leicht den Atem zu beobachten, to it, wenn man direkt dazu kommt, dann braucht man sich vielleicht nicht so sehr auf die Umgebung zu konzentrieren oder auf das Mantra, obwohl daran auch nichts verkehrt ist. Also die Umgebung ist, wenn du wirklich eine Darstellung des Buddha hast, das schafft die Umgebung eines reinen Bereichs der Buddhas. Der Klang, damit tritt man in die Dimension der Sprache der Buddhas ein. And as we enter into the meditation, wenn du in die Meditation eintrittst, dann entspricht das dem Geist der Buddhas. Und also diese Umgebung schafft, manchmal muss man sich nicht so sehr darauf konzentrieren. Manchmal, wenn man einfach nur eine Darstellung des Buddha hat, sich einfach nur vorstellt, dass es das bedeutet, dass es sich einfach nur an die Umgebung erinnert. And then the sound, like you don't was den Klang betrifft, manchmal musst du nicht einmal chanten, wenn du das nicht möchtest. Manchmal brauchst du es einfach nur hören. Speziell, wenn es so inspirierend von Shakti Rinpoche und Kanon Tsering Chöderen zum Beispiel gechantet wird, dann inspiriert es einen in die Dimension der Sprache der Buddha. Und wenn der Geist einfach still ruht in der Meditation, dann trittst du in den Geist des Buddha ein. Du kannst dir einfach nur vorstellen, dass das so ist. Natürlich, wenn man anfängt, das ist etwas, was sehr betont wird, auch in Kapitel 5, was wirklich die Basis ist. Hier wird darüber gesprochen, dass das Wichtigste ist, zu Anfang erst einmal die Motivation von Bodhicitta zu besitzen. Also praktizieren ist das dazu da, uns zu inspirieren, zu erwecken. Der ganze Punkt ist also, die Verblendung zu überwinden, die Ignoranz zu vertreiben, den Buddha in uns selbst zu erwecken. Es gibt so viele verschiedene Arten und Weisen, das auszudrücken, dass man dadurch in der Lage sein möge, die Dunkelheit der Welt zu vertreiben. Es gibt immer zwei Ziele, einmal auf sich selbst und auf andere gerichtet. Selbst und andere sind immer zwei Ziele, aber gleichzeitig sind sie auch eins. Es kann nicht eins ohne das andere geben. Das ist Bodhicitta. Bodhicitta bedeutet nicht, dass man sich selbst vernachlässigt. Wenn man an andere denkt, dein wahres erleuchtetes Interesse ist damit auch enthalten. Also wenn du an andere denkst, wenn seine Heiligkeit der Dalai Lama sagt, wenn du Mitgefühl praktizierst, wenn du Liebe und Mitgefühl praktizierst, haben andere vielleicht ihren Nutzen davon, aber der selbst, wenn dein eigener Geist gefüllt ist mit Liebe und Mitgefühl, dann ist dein Geist gefüllt mit Glück, mit Freude. So it's really to, in some ways that is key to happiness in a sense. Es ist also in gewisser Hinsicht der Schlüssel zu Glück. Ist diese Praxis des Mitgefühls, das Bodhicitta. Wenn du dich inspirierst, wenn du wirklich verstehst, dass letztendlich das Ziel oder der Sinn ist, die Erleuchtung aller Wesen hervorzubringen. Das heißt auch einschließlich deiner selbst. Das ist wichtig. Das ist dazu da, die Meditation zu inspirieren. Um wirklich die Motivation zu etablieren. What it does is that it really it puts on a completely different, how do you say, it bringt dich auf eine vollständig andere Ebene. Wenn du dann praktizierst, dann ist diese Praxis auf einer ganz anderen Ebene. That means it's on a different league, on a different, how do you say, einer anderen Liga. It's incredibly powerful. Und ist unglaublich kraftvoll. Held with the great skillful. Gehalten mit großen geschickten Mitteln. Was ist das große geschickte Mittel? Dieses Bodhicitta. And in the middle, that's the beginning. Also das war der Anfang, die Motivation, und in der Mitte dann
geht es um die Sicht. That's non-conceptual. That means ordinarily, das Nicht-Konzeptuelle. You know, when we are not able to really have normalerweise, realized, wenn wir nicht verwirklicht sind, natürlich, wenn man die Natur des Geistes verwirklicht hat, oder Shunyata oder Dzogchenpa oder Mahamudra, abiding by the recognition, das Verweilen bei dieser Erkenntnis, diese Sicht, ist das Herz der Meditation. Das ist das Gute in der Mitte. But then if not, at least wenn man nicht dazu in der Lage ist, sollte man zumindest in einen Zustand, der frei von Bezugspunkten ist, ohne Konzepte, also frei von Greifen, einem Geist frei von Greifen, frei vom konzeptuellen Geist, frei von Bezugspunkten. Man sollte in diese Dimension eintreten. Das ist es, was die Praxis absichert. Absichert im Sinne, when you have that kind of a, how do you say, attitude, diese Einstellung hat. I think I've spoken about this many times before. Ich habe darüber schon oft gesprochen. Wenn diese Einstellung hat, wenn diese Sicht da ist, dann, was immer die Umstände sind, was immer entsteht, wird einen nicht abbringen können. When you have that kind of view, wenn solch eine Sicht hat. In der Lojong-Teaching it said that the Lojong-Lehren heißt es, Shunyata ist der höchste Schutz. Wenn man die Erkenntnis der Natur des Geistes hat, des Nicht-Konzeptuellen, dann hat man solch eine, you know, it's like a, you no longer have the, like the, how do you say, infant's attitude, you know, dann hat man keine Kleinkindhaltung mehr, also keine kindliche Haltung. Ich meine jetzt nicht kindlich im guten Sinne, sondern man ist kein Baby mehr, man ist reif geworden. Also kein Umstand, nichts kann einen abbringen, es sichert wirklich, keine Hindernisse, keine Umstände. Also manchmal sagen Leute, oh, etwas passiert in deinem persönlichen Leben, verschiedene Dinge geschehen, du arbeitest für das Zentrum, dann kleine Dinge und alles kann ich gar nicht erschüttern. Du kannst es einfach weglachen mit der Sicht. In fact, what happens is this, that was immer geschieht, jedes Mal, wenn immer schwierige Umstände oder Schwierigkeiten entstehen, verstärkt es das sogar noch. Es macht es sogar noch besser. Negative Umstände mit der Erkenntnis der Sicht, dann wird das noch vertieft. Wenn große Wellen kommen, dann kann ein guter Surfer sogar noch besser surfen. Er freut sich an diesem Wellengang. Wenn jemand nicht surfen kann, dann kann er darin ertrinken. Und am Ende die Widmung. Was immer es an Verdienst gibt aus dieser Praxis, widmest du der Erleuchtung aller Wesen. Wenn hinterher negative Emotionen vielleicht auftauchen, dass das nicht die Meditation zerstören kann. Oder besser gesagt, dass es nicht den Verdienst zerstören kann. Der Verdienst wird sich nicht erschöpfen. Er wird versiegelt sein in der Bank der Buddhas. Gesichert. So, dass der Verdienst weiter anwächst. Vielleicht nach der Praxis vielleicht ein negativer Gedanke auftaucht, aber deine gute Tat nicht zerstören kann. But then of course, it is said that whatever is done, aber es heißt auch, was immer getan ist, whatever is done, was immer getan ist, the merit on a relative level could be, das Verdienst auf der relativen Ebene kann tatsächlich von einer negativen Handlung erschöpft werden, es sei denn, es ist gewidmet. Whereas if something that has been, wenn etwas jedoch von der Sicht gehalten wurde, mit der Natur des Geistes, dann ist das in sich selbst eine Widmung, das in sich selbst versiegelt ist. Dann kann nichts mehr es zerstören. Das ist die Weisheitsansammlung. Also es kann nie erschöpft werden, was immer mit der Sicht getan ist. Ich drücke das heute nicht so gut aus, was die Worte angeht, aber versteht ihr? So anyway. So very important to not to forget. I'm just reminding you. Sehr wichtig, diese Dinge nicht zu vergessen. Ich erinnere euch nur daran. Dann natürlich die körperliche Haltung, die wird ja deutlich vorgestellt im tibetischen Buch vom Leben und vom Sterben. Körperliche Haltung, dann haben wir bereits über die Einstellung gesprochen. Und dann kommen wir zur Meditation. Und die Methoden werden in der vereinten Praxis beschrieben.
Dann natürlich am Anfang, der ganze Sinn der Praxis, erst einmal den Geist sich setzen zu lassen. Den Geist sich setzen zu lassen. Wenn der Geist sich setzt, in seiner wahren Natur, und sich die greifenden Tendenzen auflösen, hier könnt ihr noch einmal in die Belehrung über den natürlich großen Frieden schauen, also wenn alle zersplitterten Aspekte heil werden und Negativität sich auflöst. Löst sich langsam das Greifen auf und wir kommen zum Frieden unserer wahren Natur. Und daraus erwacht unsere grundlegende Gutheit, Güte und Mitgefühl werden freigesetzt. Man ist in Kontakt mit sich selbst, mit allem und jedem. Das inspiriert wirklich das Mitgefühl. Und nicht nur das, daraus entsteht auch Hingabe. Ich glaube, manchmal höchste Hingabe und höchstes Mitgefühl entstehen wirklich aus der Natur des Geistes. Wenn Ego und seine greifenden Tendenzen sich auflösen, ist der gewöhnliche Geist quasi gestorben und was erwacht? Die Weisheit der Ichlosigkeit oder die Weisheit, die Ichlosigkeit kennt, ist erwacht. Und dann tritt man in die Dimension der Natur des Geistes ein, in die Weisheitmeditation, die Natur des Geistes. Also der ganze Sinn dieser Praxis, das tibetische Buch vom Leben und vom Sterben, gibt einem den Rahmen. And then within that framework, you always innerhalb dieses Rahmens, also das, den behält man immer bei, innerhalb dieses Rahmens, within that framework is, you know, that when it comes to like the methods, wenn es dann zur Methode kommt, the unifying practice. Is that clear? Ist die Methode die vereinende Praxis. And then the whole purpose of der ganze Sinn der Meditation, or rather, the whole purpose of meditation is to settle the mind, you know? Also Sinn der Meditation ist, den Geist sich setzen zu lassen. Und dann also letztendliche Natur zu erwecken. Das ist also Shamatha Vipassana. Und das ist also die Belehrung über den natürlich großen Frieden. Und dann, was wichtig ist nach der Meditation, nachdem man meditiert hat, stellt man fest, dass man ein bisschen achtsam ist, ein bisschen mehr gewahr. Wenn man in die Meditation eingetreten ist, dann ist man auch in Verbindung mit der eigenen grundlegenden Gutheit. Also man ist eher ganz heil. The sense of goodness there. Dieses Gute ist da. So when you remain that, wenn man daran verweilt, wenn man das aufrechterhält, diese Heilsamkeit, and don't let any negative thoughts, und lass keine negativen Gedanken nichts davon abbringen. Bleib also einfach stabil darin, wann immer ein negativer Gedanke auftaucht, auftauchen möchte und dich stören möchte, dann kehre zurück zum Gewahrsein und lass dich davon nicht beeinflussen. Nimm nicht daran teil, verwickel dich nicht darin. In deinen täglichen Handlungen bleibe einfach achtsam. Verliere dich nicht im Gewöhnlichen. Das ist Integration. Because you see, after you practice, you find wenn du praktiziert hast, stellst du fest, dass dein Geisteszustand, dass du eher präsent bist. Es gibt mehr Gutheit. Wenn das so ist, dann behalte das bei, lebe das. Bei einem solchen Praktizierenden, du verweilst nie getrennt vom Rigpa. Alles wird aus diesem Raum getan. So, I think that is... Dann. Ich glaube, das war's.